Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Da träumt vielleicht jeder mal ein bisschen davon, einen Bösen zu spielen im Film oder in einer Bande mitzuwirken, die so eine Bank überfällt. Und das ist genau das, was wir hier machen in dem Video. Seht ihr mich? Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Ich will. Ich will. Normalerweise ist es immer so, dass du, wenn du ein Album machst, dass du immer Dinge verändern willst. Dass du immer denkst, ah, das hättest du vielleicht besser machen können oder das hättest du anders machen können. Bei dem Album fällt mir eigentlich nichts ein. Also es ist so, wie es ist, finde ich es total zufriedenstellend für meine Person. Und ich bin total glücklich damit. Wir waren seit der Veröffentlichung des Albums fast ständig auf Tour oder auf Tournee. Und das hat großen Spaß gemacht, weil wir endlich mal die neuen Titel spielen durften. Wir sind jetzt schon ein bisschen selbstbewusster geworden, was die Beziehung zu den Liedern betrifft. Wir waren, glaube ich, bei dem letzten Video noch ein bisschen unsicher, konnten gar nicht so richtig viel darüber erzählen. Und ich denke mir, dass wir jetzt schon so ein bisschen Resonanz gekriegt haben von dem Publikum auch und die Platte ist gut angekommen. Live spielen ist mir persönlich sehr wichtig. Also ich denke, dass eine Band nur existiert, wenn sie auf der Bühne ist. Alles andere ist theoretisch. Manchmal denkt man auch, da vorne steht einer, der findet das ganz toll gut, was wir machen. Ein Typ oder so oder eine Tante. Und dann spielt man so doll man kann und so gut man kann für den Ehen. Wenn ihr uns hört, wenn ihr uns seht, könnt ihr uns fühlen. Wir verstehen euch nicht. Es wird sich schon rumgesprochen haben, dass wir in Island sehr erfolgreich sind im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Da wohnen 250.000 Menschen und davon waren 12.000 zum Konzert und jeder kennt uns da. Das wäre so, als würden in den USA 30 Millionen zu unseren Konzerten kommen und unsere Fans sein, im Verhältnis jetzt gesehen. Mexiko waren wir jetzt vor 2 Tagen und ist was ganz Dummes passiert. Wir haben gemerkt, dass die Leute in Mexico City haben lauter mitgesungen als hier in Deutschland. Also werden wir die nächste Live-Album werden wir in Mexico City aufnehmen müssen. Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns fühlen? Berlin, wir verstehen euch nicht. Ich will. Ich will. Also für mich war auf der Deutschland-Tour so eine ziemlich heftige Emotion. Ich will, weil das ist ja nur eine Kommunikation mit dem Publikum und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir in der Vorproduktion gesessen haben und überlegt, ob das überhaupt geht und ob das Rammstein-gemäß überhaupt passt und ob das nicht vielleicht ein bisschen zu albern ist und das ist ja eigentlich gar nicht unsere Masche, sowas zu machen. Und dann stehen wir da vor 12.000, 14.000 Leuten und die dann wirklich alle die Hände hochnehmen, ist schon also irgendwie komisch, aber man kriegt doch eine Gänsehaut. In Amerika ist dann zwar an der Stelle, wir wollen eure Hände sehen. Da gehen sie nicht hoch, aber das üben wir noch. Vielleicht werden wir das Video auch mit Untertiteln machen, dass die in Amerika dann wissen, was sie zu tun haben, wenn wir dann wieder kommen. Bombe von Flagge muss auch da sein. Keine Ahnung, das ist runtergefallen. Mein Ohr. Flagge hat ja die Bombe, ihr geleitet ihn praktisch alle. Ja, so, ihr marschiert ihn. Ihr sichert ihn auch. Ihr marschiert hier rein, schreit die Leute zusammen und du bleibst mir hier schön im Vordergrund dann stehen und knallst den Hinrich um. Dann marschiert ihr alle schön dicht hinter Schneider so an ihm durch. Ich will. Ich will. Wir reden normalerweise mit dem Publikum nicht.
Also unser Sänger macht da keine Ansagen und sagt nicht Hallo und nicht auf Wiedersehen und auch nichts dazwischen. Das Lied ist eigentlich eine Ironie auf dieses alte Rockstar-Ding. Hey, 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 oh, 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 oh. Was machen Leute im Konzert? Die klatschen mit, die singen mit. Und eigentlich der Zweifel der Band daran ist eigentlich, und die Zweideutigkeit mit dem Verstehen. Also wir verstehen nicht, dass sie es mitmachen. Also mir wäre das ein bisschen zu doof eigentlich. Und dann also diese phonetische Geschichte, ich verstehe euch nicht. Und insofern ist es noch so eine, hat es noch eine gute Auflösung. Es ist wieder so mal so ein typisch Rammstein. Ist es nun ernst, ist es nicht ernst? Eigentlich machen wir es drüber lustig, machen es aber doch ganz die Fiese. Also Video war für Rammstein immer schon ein interessantes Medium und wir haben es auch ein paar Mal geschafft, also zum Song noch einen draufzusetzen und also es zu einem kleinen Kunstwerk zu machen, wie finde ich bei Du hast oder so. Und vielleicht schaffen wir das bei dem Video auch hier. Es ist vielleicht schon so ein Versuch eines Remakes von Du hast mal irgendwie wieder so eine etwas straffere Linie zu fahren. Also mit ein bisschen mehr Bewegung und mit ein bisschen mehr Aktion. Und da kommen wir nochmal eigentlich letztendlich wieder zurück, weil damit haben wir ja angefangen mit Du hast. Das war ja irgendwie auch eine Geschichte, so eine Gang-Geschichte irgendwie, wo wir sechs zusammen waren und das mich auch so ein bisschen erinnert irgendwie jetzt an Ich will. Also von der ganzen Ausstattung und von der Art, wie wir aussehen. Mal wieder zurück zum harten Teil der Geschichte. Ne? Und Action! Und drei zusammenbrechen! Wir wollen Ärger machen, wir sind böse als Menschen in dem Film, in dem Video. Ich finde, am stärksten ist es immer, wenn wir wirklich dieses Bad Boy-Feeling irgendwie verkörpern und spielen. Also das haben wir immer irgendwie in uns und das kommt auch sehr, sehr gut zum Tragen. Einfach so nach vorne in Fahrtrichtung, richtig, genau? Ja, sowas ist gut, genau. Das linke Bein nochmal ein bisschen wieder in den Raum. Bleib im Bilde. Und Action! Und los! In jedem kleinsten Film wird gemordet und geschlachtet und überfahren und getötet. Das finden alle völlig in Ordnung und normal. Und wenn mal im Musikvideo so eine Waffe gezeigt wird, dann regt man sich total auf. Das halte ich so für lächerlich. Wir würden das Video sogar noch ein bisschen brutaler gestalten wollen. Aber uns sind da eben auch Grenzen gesetzt von MTV oder dergleichen. Also damit haben wir jetzt gar kein Problem, dass es wir denken, das ist Gewaltverherrlichung oder Aufruf zu Gewalt. Das ist einfach eine Art, sich künstlerisch auszudrücken, heutzutage. Es wird wahrscheinlich zwei Versionen von dem Video geben, eine geblurrte und eine unzensierte Version. Die unzensierte Version wird wahrscheinlich nur nachts gespielt oder auf unserer Internetseite zu sehen sein. Geplant sind eigentlich zwei Versionen, eine, wo Flake zum Schluss in die Luft gesprengt wird und eine, wo Paul zum Schluss in die Luft gesprengt wird. Also eine nette Version praktisch und eine fiese. Wir denken uns keine Sachen aus, damit sich die Leute dann provoziert fühlen, sondern wir machen das aus einem naiven Antrieb. Der Gag bei uns ist, dass die Sachen, mit denen wir so provozieren wollen, da lachen die Leute meistens drüber. Und die, was wir als kleine Späßchen am Rand machen, gilt dann als ganz böse. Also wir merken selten, wie die Sachen, die wir tun, auf das Publikum dann später wirken.
was uns total gefreut hat, als in der Bild-Zeitung irgendwie auf der Rücklage totes Baby auf Rammstein-Cover, widerlich. Aber doch freut man sich noch drüber. Das war so eine ungewollte Provokation, wo sie sich also wirklich die Mäuler zerreißen, aber wir einfach nur das Bild gut fanden. Ich denke, es ist wichtig, dass Rammstein auch ohne Provokation funktioniert. Also einfach nur als musikalisches Thema. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also wie gesagt, wenn man dieses Album hört, ist es irgendwie, es reicht auch nur Musik. Guten Tag.